Es ist die größte Werbekampagne für ein Gemüse, die es je gab. Ein Like, ein Lauch. Die Leute werden's lieben. Discounter-Riese Aldi Süd hat einen neuen Star. Lauch, präsentiert von Musikerin Nina Schuber. Lauch steht ab heute für Freiheit und Power. Max zeigt, was hinter der Kampagne steckt und was die dazu sagen, die wirklich Ahnung von Lauch haben. Auf dem Gemüsehof Reinheimer in Ginsheim-Gustavsburg sind gerade 180.000 Stangen Lauch geerntet worden. Nach dem Waschen werden sie im Hofladen, im Supermarkt oder als Suppengrün verkauft. Für Chef Kai Reinheimer ist Lauch schon lange ein Star. Der Lauch ist natürlich einmal eine Vitamin C-Bombe. Dann hat er ein Aroma, das eigentlich unvergleichlich ist. Also es gibt nichts, was anderen so schmeckt wie Lauch. Ja, ist extrem gesund und ist extrem vielfältig. Und Lauch ist dankbar. Doch Lauch hat nicht überall den besten Ruf. Max trifft Marketing-Experte Carsten Kilian. Bei seinen Studierenden wird Lauch im Sprachgebrauch seit Jahren ganz anders verwendet. Lauch ist ja ein Schimpfwort gewesen. Ne? Schmaler, schlanker, großer, junger Mann oder ein junges Mädel wird als du Lauch bezeichnet, also eher beleidigt oder beschimpft aufgrund der Figur. Genau das hat Aldi mit dem Werbespot aufgegriffen. Der Discounter hat sich zum Ziel gesetzt, einen Hype auszulösen. Um Lauch. Denn für Aldi sei es ein unterschätztes Gemüse. Im Spot gibt's daher ein neues Image. Lauch steht ab heute für Freiheit und Power. Da ist noch Luft nach oben. Jetzt greift man das auf und parodiert es, ironisiert es und thematisiert natürlich auch das Thema, bitte Leute, diskriminiert keinen anderen. Und letztendlich ist es natürlich auch ein Lebensmittel, ein vernachlässigtes Lebensmittel laut dieser Kampagne. Und jetzt macht man den Lauch sozusagen, so die Randfigur zum Star. Das Video auf TikTok hat Erfolg. In nur 2 Tagen erreicht es 15 Millionen Aufrufe. Für die Likes unter dem Video spendet der Discounter, wie angekündigt, 250.000 Euro. Für den Markenexperten eine gelungene Kampagne mit Einschränkungen. Mit 15 Millionen sozusagen Likes und Views ist es sicherlich eine erfolgreiche Kampagne im Sinne von Reichweite generieren und damit die Marke Aldi auch einer jüngeren Zielgruppe sozusagen näher zu bringen. Ist es jetzt ein langfristiges Konzept, eine langfristige Strategie? Ich glaube nicht. Mit Brokkoli wird es im zweiten Durchlauf wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie teuer die Zusammenarbeit mit Rapstar Nina Chuba war, lässt sich nur erahnen. Auch weitere TikTok-Influencer sind bei der Kampagne dabei, unter anderem mit Kochvideos. Dann nehmen wir unsere Auflaufform, verteilen etwas Olivenöl da drin und reiben eine Menge Parmesan oder anderen Hartkäse verteilt auf der Auflaufform. Darauf kommen dann unsere Lauchstücke. Am Budget dafür mangelt es Aldi nicht. 2022 gab der Discounter 408 Millionen Euro für Werbung aus, übertroffen noch von Konkurrent Lidl mit 459 Millionen, Rewe gab 354 und Edeka 350 Millionen Euro aus. Viel Geld, von dem jetzt auch hessische Lauchbauern wie Kai Reinheimer etwas haben. Der Landwirt hat übrigens keine Zusammenarbeit mit Aldi, vermarktet sein Gemüse immer unter dem Label seines Hofes. Wir zeigen ihm die Werbeaktion des Discounters. Ein Like, ein Lauch, ein Like, zwei Likes, zwei Lauch. Interessant, interessant. Also so habe ich Lauch noch nicht präsentiert gesehen. Aber warum nicht? Aufmerksamkeit ist immer gut. Allein auf seinem hessischen Hof wachsen jedes Jahr bis zu 1,5 Millionen Stangen Lauch mit einem Gesamtgewicht von etwa 40 Tonnen. Mit den von der Werbung gesetzten Lauchbegriffen Power und Freiheit kann der Landwirt durchaus etwas anfangen. Sehr ergiebig, anspruchslos im Anbau und wie gesagt zur Verarbeitung. Ich weiß nicht, ob 100 Gerichte lange nicht mehr mit Lauch machen kann. Freiheit hat er auch. Die grenzenlose Freiheit. Also ich kann dem was abgewinnen, den Attribute. Das nächste Attribut ist natürlich noch, dass es Grundnahrungsmittel ist. Was ja auch nicht so unterschätzt ist, weil auch YouTuber brauchen was zu essen. Und seit einigen Jahren kann Lauch bei uns ganzjährig unter freiem Himmel angebaut werden. Die Veränderung des Klimas zeigt hier Wirkung. Der Lauch kann auch mal bis minus 10, 12 Grad Frost vertragen, nur halt nicht über mehrere Wochen. Und was er ganz so gern hat, ist Schnee. Weil dann kriegt er einfach kein Licht mehr. Ja, und solange die Wurzel aber ohne wieder Wasser ziehen kann, kann der immer wieder auftauen. Ja, von daher haben wir jetzt seit 3 Jahren ununterbrochen eigene Lauch, was es so früher hier nicht gab. Das Max-Fazit, dass Aldi Lauch zum Star macht, ist eine gute Sache. Wenn die Aufmerksamkeit dadurch auch auf regionalen Anbau und unseren heimischen Lauch gelenkt würde, wäre es noch besser.